Und du hast ja fast aufgegessen schon. Ja. Okay, Mittagessen. Das Mittagessen, da war das Hast du nur ein Mittagessen. so ein Stück gehabt? Ja. Willst du das noch Alter, haben? voll. Mach. Sind Mal wir mit schon 17. 17. Ja, nächstes ist 18, aber doch nicht der erste. Was ist der erste für ein Datum? Natürlich ist das 2018. Du nimmst dir doch frei vom 3. bis zum 7., oder? Okay. Ja. Und dann nehme ich frei vom 20. Hast du, gell? Ja. Hallo, ihr Lieben. Willkommen zu einem neuen Video. Wir sitzen hier gerade mit unserer Urlaubsplanung. Ja, Hier wird die. gekritzelt und gestrichen und den Kalender für 2018 Die ist ja durchgewälzt. schon vollendet, die Ja, Urlaubsplanung. jetzt ist ja. Jetzt drücken wir mal die Daumen, dass wir so Chefs haben, die einen Daumen hoch geben für unsere Urlaubsplanung. Ich glaube Aber wir sind zuversichtlich. schon. Ich. Wann macht ihr denn immer Urlaub? In den Ferien, außerhalb der Ferien? Hier in Rheinland-Pfalz sind die Ferien dieses Jahr ganz schön früh zu Ende. Die fangen nämlich, haben wir eben geguckt, die fangen am 25.06. an. Oh, das Anzeller Weinfest, gell? Und Ja, genau, hören. das Zeller Weinfest Ja, hat nach die deinem Geburtstag immer Kerstin das heute noch Wochenende. gesagt, ja. Und gehen nur bis zum 3.8. Ich finde, das ist Wow. früh. Ja, die sind extrem Manchmal früh, ist der August aber noch das, du sagst Ferien, nur, oder? das sind nur Die gehen genug immer Urlaub. 6 Wochen, Ja. ja. Aber Ja, 3.8. das ist finde ich halt so alles ein bisschen früh. früh, ja. Ja. Karneval früh, 25.6. dann Sommerferien so. Ich finde früh. das irgendwie früh. Weiß auch nicht. Stimmt, Karneval ist auch früher. Ja. Und Ostern ja dann im Prinzip auch früher, gell? Außerdem, ja, haben wir ja auch draußen noch unser Buschen stehen und mit dem wollen wir schon im Frühling eine kleine Reise machen. Hoffentlich Ins ist er bis dahin Warme, fertig. wenn er bis dahin fertig ist. Ja, wir haben lange nichts mehr dran gemacht, gell? Ja, vor Weihnachten oder in diesem Jahr mal schon Dieses nicht Jahr nicht mehr. mehr. Außer ich habe Nächstes Jahr zwischen noch. Weihnachten und Neujahr Ja. Ist aber Zeit. nicht schlimm, oder? Von außen ist der soweit fertig und dann. Also dieses Jahr mal, denke ich, nichts mehr. Finde ich nicht schlimm. Hauen wir noch rein, machen den noch von innen und dann geht's tut Endlich los. los. Ja. So, ihr Lieben, ihr seht uns nicht richtig auf der Kamera, weil wir sind gerade im dicksten Hunsrück. Und hier liegt Schnee. Schnee. Und zwar sind wir auf dem Weg zur Geierlei in Mörsdorf. 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 Das ist die längste Hängeseilbrücke der Welt, oder? Der Gibt's Welt, der Welt? zumindest in Deutschland. Europa. Europa, oder? Sagen wir mal Ja, die sagen längste. wir der Ich Welt, schreibe es mal das hört hier sich ins gut Bild, an. wir googeln das mal. Und da fahren Welt, wir glaube hin. ich, gut. Ah, wir werden. Deutschland. Okay, in Deutschland. Na super. Naja, auf jeden Fall fahren wir da hin. Und da gibt es heute am 3. Adventswochenende eine Lichtershow. Und zwar ist die am Freitag, wie heute. Heute ist ja Freitag. Und morgen auch noch. Das fahren wir uns jetzt mal angucken. Das ist übrigens dieses Jahr das erste Mal, gell, dass sie das Ja. machen. Und das wird auch von irgendwem gesponsert. Wir sind gespannt, wie das ist. Und ich bin ja noch gar nicht richtig in Adventsstimmung. Ich bin ja noch die ganze Zeit, ich habe noch keine Geschenke. Ich muss dies noch erledigen und das noch erledigen. Und ich habe zu Dennis gesagt, ich möchte unbedingt mal irgendwas Weihnachtliches machen, damit ich mal so richtig in Weihnachtsstimmung komme. So richtig, aber so richtig. Deswegen fahren wir jetzt dahin. Genau, deswegen fahren wir jetzt dahin. Statt Weihnachtsmarkt sozusagen, gell? Ja. Und man sieht das gar nicht. Nee. Ja, das ist Aber auch noch da nicht die hinten bei Brücke, dem oder? Licht fängt das an, oder? Ja, da Mit fängt der Weg an, der ja. Weg zur Brücke. Übrigens habe ich eben mal gegoogelt, du hattest recht. Die längste Hängeseilbrücke Deutschlands. Ja. Der Welt, da wäre ein bisschen übertrieben. Ja Sind und? bestimmt die Chinesen, die die längste der Welt haben. Man sieht das nicht auf der Kamera. Das ist nur die Hälfte. Aber richtig cool. Einmal durchbeleuchtet. Geil. So.
Ganze von der Brücke aus. Wenn man was sieht, ne? Auf, aus. Ja, doch, man sieht die Lichter. Guck mal, das sind so ganz viele kleine LEDs an der Brücke entlang. Von einer bis zur, genau, links und rechts, von einer Seite bis zur nächsten. Aber man sieht die Brücke nicht bis ganz hinten. Irgendwie kriegt das die Kamera nicht drauf. Da vorne ist übrigens der Dennis, der da rumspringt. Und hier geht's ganz, 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 ganz tief runter. Und darum packe ich schnell mein Handy wieder ein, bevor das runterfällt, wenn Dennis hier so rumspringt und hüpft. Bei Nummer 15. Wir sind wieder 15. Zu Hause, müssen wir noch sagen. Ah, wir sind wieder aber zu Hause. Aber das sieht man ja. Wir haben noch schnell ein Brot gekauft und jetzt machen wir unser Türchen auf. Wow. Wow. Aber war das schon alles? Wo ist der Rest denn? Ein Zettelchen. Der Dennis hat ein Goldtaler. Schon alle Geschenke besorgt? Wir nennen das eigentlich Knibbeltaler. Schon alle Geschenke besorgt? Das ist eine Frage. Schon alle Geschenke besorgt. Ja, eine Duftkerze und ein Mini-Snickers. Ja, was willst du jetzt? Ja, ich habe schon alle süß, besorgt, oder? Ja. Ja, das ist so, so ein kleiner Hinweis. Aha. Schon alle Geschenke besorgt? Das ist so ein guter Hinweis. Hey, schon wieder Gummibärchen. Super. Die packe ich mir auch in die Brotdose für morgen. Ja. Nehme ich mit auf die Arbeit. Und ich hole die Kerze auch mit. Da so, mach ich mir ein Lämpchen an. Sollen wir noch erzählen, wie es war auf der Geierlei? Also, der Weg zur Geierlei hin über die Felder und durch den Wald war mit Fackeln beleuchtet. Ich darf es jetzt nicht knispeln. Ja, das okay. Ja, war mit Fackeln beleuchtet und die Geierlei, das ist ja eine Brücke, eine Hängeseilbrücke, war rechts und links mit LED-Lichtern beleuchtet. Ausgestattet. Genau. Rechts und links. Also das war wie eine riesen Lichterkette rechts und links. Ja. War sehr schön. Ja. Also wir waren zufrieden. Aber es hat geregnet und die Balken von der Brücke, die waren sehr klitschig. Glatt, ja. Ja. Und wir haben uns vielleicht ein bisschen mehr vorgestellt unter Lichtershow. Oder vielleicht ja, stand da auch nicht Lichtershow. Wär. Als wir nämlich da hingefahren sind, kam sogar Werbung dafür im Radio. Das war echt krass, ja. Gell? Das waren zwar insgesamt wie viel? 1000 Lämpchen? Ja. LED-Lämpchen? Ja, also das war wie eine das sah schon cool Lichterkette aus, rechts und links. Ja. Entlang. Und der Weg halt so beleuchtet mit Fackeln. Schön, gell? Aber eine schöne Abendwanderung so, ne? Wir waren nämlich schon fast 2 Stunden unterwegs. Ja. War ein das schöner war ja mehr Abend. Weg, Fußweg dorthin zur Brücke als über die Brücke. Über die Brücke, ja. Ja, stimmt. Aber trotzdem schön. Ja, empfehlenswert. Ja, und beim Rückweg hat es geschneit. Aber als wir hier ankamen, hat es geregnet. Hat es geregnet, ja. So. Jetzt haben wir noch Brote uns gemacht und ich würde sagen, wir legen uns damit jetzt einfach ins Bett und essen noch eine Brote mit Tomate. Die Kerze mache ich morgen auf der Arbeit an. Auf der Arbeit. Beim Frühstück. Ja. Okay. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Tschüss.